Hallihallo, liebe Abonnenten. Willkommen am Kanal. Sind lang, langem wieder mal ein Video aus meinem Wohnzimmer. Und es geht um meine 3D-Drucker. Jawohl, Drucker, richtig. Ich habe jetzt nämlich aufgerüstet. Ich habe einen normalen Drucker und einen Resin-Drucker habe ich mir geleistet. Ich werde jetzt an die Dinger arbeiten, bade jetzt, und ich habe schon ein paar Sachen ausgedruckt. Dementsprechend habe ich mir eben gedacht, ich werde euch jetzt einfach mal ein Video, ein Update-Video zeigen von den Teilen, was ich jetzt gedruckt habe, von der Qualität und so weiter und so fort. Aber zuerst, wie gesagt, kurze Einleitung. Ich nehme dann auch gleich die Kamera mit und zeige euch einmal die Jungs bei der Arbeit, dass ihr quasi seht, wie die Dinger von der Lautstärke her sind und so weiter. Also sie machen Lärm, aber nicht übertrieben. So viel kann ich euch schon verraten. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt noch sagen, wir reden gar nicht drum herum. Ich nehme jetzt einmal die Kamera mit und wir wechseln ins Nebenzimmer zu den Drucker und schauen ihnen einmal bei der Arbeit zu. Und ich erkläre ein bisschen das Ganze drum herum, wie und was. Und ja, dann schauen wir weiter. Okay, passt. Gut, dann bis gleich. So, dala. Willkommen zurück. Ihr seht, ich habe da zwei Drucker. Das ist einmal ein PLA-Drucker, das heißt, der funktioniert quasi, man sieht das eh ganz gut da, mit Schichten. In dem Fall drucken wir jetzt dann da gerade Teile für meinen Resin-Drucker. Wir haben heute in der Früh zum Beispiel, oder von gestern auf heute, da so einen Trichter gedruckt, dass ich da die genau in die Öffnung eine, da zeige ich dann, wie es weit ist. Wie gesagt, dass ich das Ding, ihr hört, der macht ein bisschen vom Lärm, also er macht ein bisschen Lüftergeräusche im Prinzip und auch die Servomotoren machen ein bisschen Geräusche, aber es ist jetzt nicht störend, nur ja, der große, wie soll ich sagen, die große Lautstärke, den Lautstärkepreis gewinnt er halt natürlich auch nicht. In dem Fall drucken wir eben jetzt da Teile für meinen Resin-Drucker. Ihr seht, der arbeitet, also der geht da, man sieht jetzt da die Schichten ziemlich genau, denke ich. Das ist aber relativ grob gedruckt, muss ich auch dazu sagen. Das ist mit 0,2 mm. Das ist, wie gesagt, warum wird er nicht scharf? Fokus Auto, jetzt ist Fokus Auto. Das ist relativ grob, weil das einfach, wie gesagt, nur Teile sind für den Drucker. Man sieht das da zum Beispiel innen drinnen, das ist vom Detailgrad jetzt nicht der Oberbrüller, aber so die maximale oder die minimale Dicke, die was dieses Ding zusammenbringt, das ist so 0,08 mm. Und das ist halt gerade für Geländeteile, zum Beispiel die Hügel, was ich das letzte Mal gepostet habe, ist das mehr wie ausreichend. Nur tatsächlich für Modelle oder Miniaturen, in welcher Art und Weise ja immer, ist das einfach zu grob. Ne? Und aufgrund dessen habe ich mir dann da diesen Resin-Drucker gekauft. Dieser Resin-Drucker funktioniert im Prinzip auch mit Schichten. Man sieht es da ganz gut. Da ist unterhalb ein UV-Panel drinnen. Und das Slicer produziert von den Modellen so Bilder, quasi Negativbilder. Und das TFT-Display, was da unterhalb drinnen ist, das schaltet im Prinzip genau diese Negativbilder frei, belichtet das dann mit UV und so entsteht Schicht für Schicht für Schicht und der zieht das quasi aus der Flüssigkeit raus. Ich kann euch mal kurz sagen, das sind so Sachen, was der Drucker kann. Also das ist unglaublich, auch vom Detailgrad her. Man sieht da fast keine Linien und das ist halt wirklich für Modelle gewissermaßen geeignet. Ich sage, ich zeige euch es dann dort am Tisch. Ich habe schon meine ganzen Sachen, die was ich so immer wieder gepostet habe, habe ich jetzt mittlerweile schon ausgedruckt und ausprobiert. Und ja, ich bin sehr angetan. Das Ding riecht ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht sagen, es stinkt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber ja, angenehm ist anders.
Wie gesagt, der Trichter, den habe ich heute mit einem großen 3D-Drucker gedruckt. Der passt jetzt einfach da mit dieser Öffnung genau auf diese zwei Flaschen drauf. Wenn man das Resin dann im Nachhinein natürlich wieder einfiltern muss. Und ja, das funktioniert ganz gut. Was braucht man für den Drucker? Der ist etwas teurer. So eine Flaschen mit 500 Gramm Resin kostet so um die 50 Euro, je nachdem welchen Hersteller man kauft. Ich habe jetzt einmal da den da gekauft von Eligo, weil ich da mit dem Resin auch relativ gute Erfahrung gehabt habe. Man kann aber auch den von Anycubic direkt kaufen. Der kostet halt ein bisschen mehr. Ich weiß aber noch nicht, bis jetzt habe ich nur mit dem gedruckt. Ich kann also nicht noch keinen Vergleich zu dem sagen, aber es gibt geschätzte 5000 Reviews dazu. Gut, was passiert jetzt? Er zieht das jetzt aus, das ist dann natürlich verschmutzt vom Resin. Was man da, wenn man es verschmutzt nennen kann. Ich mache das jetzt dann so, wie es eigentlich überall empfohlen wird. Ich habe jetzt da drei Schüsseln. Das ist quasi eine, wo ich das grobe, also in diese Schüsseln habe ich Isopropanol drinnen. Das ist im Prinzip, ihr seht sehr, ein Nagellackentferner. Das kostet einen Schaß, irgendwie so 2 Liter oder so, kostet irgendwie 10 Euro. Also das ist relativ günstig, sage ich mal so. Wie gesagt, ich wasche das zuerst einmal grob ab. Dann habe ich eine zweite Schüssel, wo noch ein Isopropanol drinnen ist, um quasi noch einmal den Dreck abzuwaschen. Und dann in der dritten Schüssel habe ich Wasser. Da habe ich mir jetzt angewöhnt mit einer Zahnbürste das Ganze, das klebt fest, mit einer Zahnbürste das Ganze dann ein bisschen sauber zu bürsten. Muss man aber nicht, das ist Geschmackssache. Dann Problem an der ganzen Sache ist das Resin ist relativ giftig, also essen sollte man es nicht, in die Augen kriegen sollte man es nicht und am besten auch nicht mit bloßen Fingern angreifen. Das ist ein bisschen der große Nachteil an dem Ding da, das ist eine Murzerpotzerei. Wenn man das dann waschen muss und so weiter und so fort und man darf es halt auch nicht übersehen, weil dieses Resin härtet im Sonnenlicht aus. Also man sollte das vielleicht nicht unbedingt in der Sonne stehen lassen. Also das ist ziemlich ein Problem. Ich habe jetzt auch nur das Fenster offen, dass man da mit der Aufnahme besser sieht. Also und wie gesagt, das ist sowieso relativ günstig. Da bleiben wir bei dem. Der Drucker kostet aktuell bei Amazon 340 Euro, so wie er da ist. Das ist quasi out of the box, funktioniert einwandfrei. Leveling ist total easy, gibt es 100.000 Videos dazu. Dann muss man eben noch einmal, die Flaschen ist dabei, also für die ersten Probedrucke ist das dabei. Es ist eigentlich alles dabei, es sind Filter dabei zum Sieben von den Dinger, also es ist schon die Masse dabei. Aber trotzdem habe ich jetzt in dem Fall nochmal 30 Euro investiert für diese drei Schüsseln, 10 Euro für 2 Liter Isopropanol. Ein Trichter braucht man, wenn man sich den eben nicht selbst drucken kann. Und ich habe jetzt zur Reserve noch eine zweite Flasche Resin dazu gekauft. Also ich habe alles zusammen 450 Euro mit allen drum und dran ausgeben. Und na gut, das erste Modell kostet im Prinzip 450 Euro. Aber wenn ihr dann seht, wenn ihr euch die Aufnahmen sage von den Modellen, was ich bis jetzt schon gedruckt habe, dann werdet ihr sehen, dass das sich unter Umständen relativ schnell rechnen kann. Gut, bei dem zu den Preisen. Der Drucker an und für sich kostet aktuell bei Amazon, dass ich nicht liege, ich glaube 190 oder 200 Euro. Da gibt es noch bessere Modelle oder andere Modelle, die haben noch ein bisschen Zubehör dabei. Die kosten dann so 250, also ein bisschen billiger wie der Resin-Drucker. Was also aber wirklich den Unterschied macht, sind die Filamente. Ich habe jetzt in dem Fall ein Kupferfilament drauf, ich habe aber nur noch ein graues Filament, das zeige ich euch, seht ihr dann am Modell, was ich euch sage. Die sind total billig, die kosten so zwischen 20 und 30 Euro, je nachdem welchen Filamenthersteller man nimmt, welche Farbe man nimmt und so weiter und so fort. Der klare Vorteil an diesem System ist, alles was man da als Verbesserungen anbauen kann oder sollte, das kann man sich dann einfach selbst drucken. Ich habe jetzt nur ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel da diesen Plastikknubbel mit dem Filamentführer, dann da den Yoda, das ist ja quasi so ein Knopf, wo ich das Filament vor und hinter dran kann. Dann da dahinter sieht man, habe ich so ein Backplate,
Das sind alles Sachen, die habe ich mir alle selbst ausgedruckt. Und ebenso wie jetzt in diesem Fall, habe ich mir eben, wie gesagt, ihr seht, ich habe mir den Trichter fürs Resin selber ausgedruckt. Diese Dinger da, diese Winkel, das sind im Prinzip, das kann man dann aufstellen und dann kann man diese Platten, die da drinnen ist, die kann man dann noch quasi oberhalb einstellen und dann rinnt das automatisch, also ohne mein Zutun, rinnt das dann da rein. Und dann das zweite Teil ist das da, das kann ich da, wo da der rote Knopf ist, das kann ich da drauf stecken, dann kann ich diesen Kopf versetzt draufstecken und dann rinnt das Resin ab, das heißt, ich kann das dann ein paar Minuten stehen lassen, dass das Resin sauber abrinnt. Und das zu guter Letzt, das ist das Ding da und das ist ein Spachtelhalter, das ist eben genau für diese Spachtel. Wenn ich jetzt mit der da drin arbeite, dann ist sie natürlich versaut, dann kann ich sie ausnehmen und ablegen und das Resin sammelt sich und die kannst dann ablegen, also ziemlich cool. So, dann wechsle ich jetzt einmal um wieder in mein Wohnzimmer, baue die ganze Anlage einmal um, dass ich euch die ganzen Kleinteile zeigen kann, beziehungsweise die ganzen Modelle, was ich jetzt gedruckt habe, Geländeteile und so weiter. Und ja, so machen wir das. Dann bis gleich. So, zurück im Büro. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt nur da auf dem Boden filme, aber im Prinzip passiert genau das, was ihr sehen wollt. Ich fange mal mit den großen Teilen an. Und da reden wir jetzt von wirklich großen Teilen. Und zwar zum Beispiel das da. Das habe ich jetzt vor kurzem, das ist jetzt gerade vorgestern gedruckt. Das ist im Prinzip ein Schiffswrack. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Das ist so modular aufgebaut mit so Steckverbinder. Ich habe freundlicherweise die Genehmigung vom Designer, dass ich das auch previewen darf. Deswegen zeige ich euch das jetzt an da in aller Größe. Das habe ich jetzt an, ihr seht da vielleicht die Schichtlinien da herum und so. Ich habe das jetzt natürlich wieder nur mit 0,2 mm gedruckt, weil das eigentlich ziemlich wurscht ist, wenn das jetzt zwei, dreimal noch gefüllert wird, dann grundiert wird und dann eigentlich, das ist eigentlich nur ein Geländestück. Dementsprechend ganz egal. Das ist das erste Teil. Ich stelle euch da mal einen Landrader daneben hin, dass ihr einen Größenvergleich habt, wie riesig das ist. Also ihr seht, das ist etwas höher als ein Landrader. Und allein das Teil ist ungefähr so lang wie ein Landrader, also das ist schon ein riesen Drum. Und dann habe ich da noch so ein Seitenteil gedruckt. Das ist halt auch ewig und nur aber lang, das heißt, wie gesagt, das ist modular. Ich kann das da auseinander tun, zusammenstecken. Ich zeige euch, da hat er so diese Verbinder dazu, die kann man sich halt mit ausdrucken. Wobei das ist eigentlich noch größer, dieses Teil. Das muss ich vielleicht auch erwähnen, weil das ist eigentlich nur 73% der Originalgröße. Ihr seht, dass das jetzt ein verriesen Teil ist. Ich kann dann natürlich auch da mit die übrigen Teile noch kleinere Parts bilden. Also ihr seht, das ist halt super modular, das ist ziemlich, finde ich total super. Da habe ich mir gleich den ganzen Ding ausgeguckt. Er hat da jetzt ungefähr zwei Tage drauf gedruckt, muss ich auch dazu sagen. Man hat natürlich dort und da einen kleinen Fehler. Man sieht zum Beispiel, da ist es jetzt gebrochen, gell, weil das ist halt wirklich ein filigranes Teil. Aber wie gesagt, da tut man ein bisschen Superkleber rein oder reißt es einfach weg. Das kann man dann natürlich auch machen. Ist jetzt nicht die Tragik, wenn das drum fällt. Ist jetzt nicht kriegsentscheidend, wie man so schön sagt. Man sieht da, ich habe das komplett ohne Unterstützung gedruckt, also ich habe es wirklich einfach nur gedruckt, man sieht nur noch da unten, dann habe ich ein paar Druckfehler, zum Beispiel da sieht man die Schlaufen, dann, was habe ich noch, man sieht da, dort und da einmal einen Faden, der sich durchzieht, man sieht da, aber wie gesagt, für die Geländeteile scheißegal, man könnte das natürlich auch in extrem hohen Detailgrad und mit mehr Infill drucken und mit Unterstützung und was der Teufel was aus, dann wird da wahrscheinlich ein pipifeiner Tip-Top-Druck rauskommen, also wirklich perfekter Druck. Aber für die Teile tatsächlich meiner Ansicht nach einfach nicht notwendig. Das ist einmal das eine. Die ganzen Teile, was jetzt da stehen, das Ganze drum, also das, ihr seht, wie lang das ist ungefähr dreimal so lang wie ein Landrader. Ungefähr, also
Ich halte den Land Raider noch einmal drüber, dass ihr da tatsächlich einen Größenvergleich habt, wie riesig das drum ist. Ich stelle den Land Raider da in die Mitte ein, das ist einfach ein riesen Teil. Und das hat mir jetzt rein materialkostenmäßig, ich glaube, 3 Euro gekostet und ja, eineinhalb Tage drucken den Strom, aber das sind wahrscheinlich auch keine 15, 20 Euro. Aber jeder weiß, so ein Geländeteil zu basteln wäre sehr aufwendig. Und darüber hinaus, sowas überhaupt zu kaufen, da legt man für so ein großes Geländeteil oder legt man relativ gleich mal 30, 40 Euro auf den Tisch. Also auf jeden Fall ist das ein super tolles Angebot. Ein super tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich, man kann jetzt wieder darüber streiten, wenn ich jetzt rechne, alle Geländeteile, was ich bis jetzt gedruckt habe, das war ein Bunker, das war ein Hügel, das war das Schiff, das rein rechnerisch mit dem Drucker dazu und dem Filament dazu und so weiter und so fort, reden wir da jetzt natürlich davon, dass da jedes einzelne Geländeteil deutlich mehr gekostet hat als diese 5 Euro. Aber meiner Ansicht nach rechnet sich das natürlich noch nicht jetzt an, aber irgendwann einmal, wenn ich dann wirklich viel Gelände ausgedruckt habe, deutlich. So, jetzt kommen wir zu den richtig, richtig, richtig interessanten und obergeilen Sachen, und zwar ist das der Resindruck. Ich habe mir im 3D-Programm etwas designt. Also ich lege jetzt das absichtlich auf meinen Finger, dass ihr seht, wie klein das drum ist. Und dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es hier scharf gestellt. Jawohl. Ihr seht, wie klein das ist, wie detailreich das ist. Ihr seht da wirklich jede einzelne Ding. Dieses Banner, den Aquila, das druckt der von der Qualität. Das ist das erste Teil. Dann habe ich noch ein zweites Banner für die Front von meinem Executioner designt. Auch wieder natürlich in dem Fall wieder Ultramarines. Es ist, ich komme aber noch was anderes auch noch. So, wärst wieder scharf? Willst nicht? Willst nicht? Mann, verdammte Ernten. Ah, wär scharf. Jawohl. Ihr seht auch wieder, der Detailgrad ungemein hoch. Also, wie gesagt, das ist wirklich total dünn. Gell? Wir reden da alles von 0, irgendwas Millimeter, das habe ich jetzt in dem Fall in 0,03 Millimeter gedruckt. Und das ist auch der klare Vorteil von so einem Resin-Drucker. Der druckt von 0,01 bis 0,05 Millimeter und der andere fängt halt bei 0,08 Millimeter an. Und das ist halt der Riesenunterschied. Ihr seht, da sieht man, das ist einfach nur der Wahnsinn. So, das ist das zweite Teil. Dann habe ich noch was designt, und zwar für die Death Watch, für den Razorback. Schauen wir, wie das er scharf stellt. Für den Razorback, also ein Top Hatch. Ihr seht, ich habe da die Schrift eine. Ihr wisst alle, wie groß dieses Teil ist. Ich habe da die Schrift eine getan. Auf jeder Seite. Ich habe da kleinste Schriften. Und das ist perfekt rausgekommen. Jetzt habe ich drüber grundiert. Jetzt ist es noch einmal besser geworden. Also ihr seht, das ist absoluter Wahnsinn. Dann habe ich natürlich jetzt auch noch geschaut, Parts, die wirklich nutzbar sind. Beine zum Beispiel, habe jetzt Beine ausgedruckt. Dann dazu passend habe ich auch gleich einen Torso ausgedruckt. Die Beine sind etwas zu groß, wie ich finde. Aber ich glaube, das sollte eher Primaris sein. Deswegen passt das wahrscheinlich von der Proportion her eh. Also ihr seht, ne, scharf wieder. Ihr seht, das ist eine Miniatur ausgedruckt. Die jetzt kombinieren mit... also man sieht da keine Übergänge, man sieht da keine Nähte. Man sieht da einfach nichts. Wenn du das fertig bemalt ist, ist das ein normales Modell. Genauso der Torso. Einfach nur unglaublich
unglaublich detailreich, genau wie ein normales Modell. Man kann sich's fast nicht vorstellen. Das ist ausgedruckt, das habe ich heute Vormittag ausgedruckt. Dann, was habe ich noch? Da habe ich noch, das ist vielleicht auch noch ein Modell. Ich habe das, wie gesagt, alles nur probiert, gell? Ich habe das nur probiert. Ich habe ein Torso mit einem, schon mit einem fixwertigen Jumpback drauf. Also ihr seht, der Detailgrad ist wieder extrem. Dann wieder Beine dazu. Beine dazu. Wobei, wie gesagt, die Beine sind für meinen Geschmack ein bisschen zu groß. Die könnt ihr vielleicht ein bisschen kleiner skalieren. Das muss ich mir dann nochmal anschauen. Weil wenn man das sich so anschaut im direkten Vergleich, die sind ums Scannen zu groß. Ich habe jetzt gerade kein Space Marine zum direkten Vergleich da, aber ja. So, dann habe ich auch wieder eine Deathwatch-Geschichte. Einen Energiehammer. Es ist unglaublich, wie klein das ist. Ihr seht auf meinem Finger, wie klein das ist. Das ist Originalgröße. Das druckt der aus. In der Qualität. In der Qualität. Das ist einfach nur unglaublich. Jedes Detail, jede kleinste Niete, alles, das ist einfach nur unglaublich. So, dann das nächste ist wieder ein Deathwatch-Teil. Nicht von mir gemacht. Ein fertiges Teil, was man overloaden kann. Sturmschild, auch wieder sehr detailreich. Das ist Glutak. So, was habe ich? Und genau, das habe ich auch noch da. Das habe ich für einen Kumpel gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das ausschauen wird, wenn es dann fertig ist. Da bin ich noch gespannt. So Custom Ravenwing Custom Wheels. Ich weiß nicht, ob er die verwenden wird oder nicht, oder wie er machen wird, das habe ich noch nicht geredet mit ihm, aber das ist ein Geschenk von mir für ihn. Also ihr seht, das sind einfach im Prinzip normale Wheels, die habe ich jetzt, das hat leider mit der Zahnkleberei nicht wirklich funktioniert, aber nachdem das mit dem Drucken so gut funktioniert, werde ich jetzt einmal versuchen, ein ganzes Rad zu machen, dass man das quasi am Stück ausdruckt, dann brauche ich nicht so viele Unterstützungslinien machen und ich habe dann quasi keine Probleme mit dieser Naht in der Mitte. Aber das ist egal, ich weiß nicht, wie es im Prinzip ist egal. Schaut einfach nur, wenn du mich fragst, schaut das absolut obergenial aus. Ich stelle mir das ziemlich cool vor, wenn das dann am Bike ist, am schwarzen Bike, vielleicht innen die Teile weiß. Und ja. Und was ich auch noch gedruckt habe, das habe ich einen anderen nicht gesagt, ich habe einfach mal probiert, einfach ein Jumpback ausdrucken. Und naja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist einfach nur, also ihr seht es, ah, da habe ich vergessen, was weg, Unterstützung wegtun. Also das ist einfach nur unglaublich. Das druckt der aus und in einer Qualität. Wenn das angemahlen ist, fix fertig angemahlen ist und geschädert und dann am Modell ist, das ist einfach nur der absolute Oberwahnsinn. Das ist einfach nur der absolute Oberwahnsinn. Gut. So, dann baue ich jetzt mal wieder um zu meinem abschließenden Fazit. So, ihr seht, das Potenzial von diesem 3D-Druck ist sehr hoch und so wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, GW wird oder muss sich da jetzt was überlegen. Die klügste Entscheidung wäre wohl, auf den Zug aufzuspringen und das Ganze quasi ein bisschen vielleicht in die eigene Hand zu nehmen und unter Kontrolle zu bringen, drucken wir es einfach mal so aus. Nur tatsächlich kenne ich mich zu wenig aus, wie man das am besten umsetzen würde. Ich habe das im letzten Video, falls das jemand angeschaut hat, von euch eh schon gesagt. Ob das durchführbar ist, ob das machbar ist, das weiß ich nicht. Nur ihr seht, mit so einem Resin-Drucker, der kostet 350 Euro, das ist
quasi nichts. Das kann sich so ziemlich jeder leisten. Zumindest jeder, der das spült. Und es ist natürlich so, wenn man jetzt an sich größere Modelle ausdruckt, dann dauert das ewig und noch einmal. Nur es ist der Repulsor Executioner, den gibt es jetzt seit 3 Wochen. Ich habe ihn gestern auf Cineverse entdeckt. Also man könnte sich theoretisch einen Repulsor ausdrucken. Das dauert natürlich, wenn man ihn in einer guten Qualität ausdruckt und wenn man ihn mit jedem Detail ausdruckt und allen Blödsinn, und dann dauert das ewig. Man druckt eine Woche oder 1,5 Wochen umeinander. Nur tatsächlich kostet ein das Modell dann am Ende, ich habe es nicht durchgerechnet, aber ich denke 15 Euro. Und ja, wenn man sich halt überlegt, was da so ein Executioner oder so ein Repulsor normal kostet, da wissen wir alle, dass das halt nicht unbedingt das günstigste ist, ne? Und es gibt halt einfach, es gibt einfach alles. Ich habe das letztes Mal im Video schon gesagt, meine Intention ist jetzt nicht anfangen, da mir meine Modelle selbst drucken, das ist nicht mein Plan, weil ich einfach ein Fan bin von diesen detaillierten und von diesen coolen Modellen, die GW produziert. Aber wenn ich jetzt da zum Beispiel auf den Tisch schaue, so ein Banner, so ein spezielles, oder ein Energiehammer, oder eben so Custom Wheels für meine Bikes, da kann ich auch das Ultramarine Logo zum Beispiel reinmachen oder sowas. Warum nicht? Oder wenn man Art Jumpback abgeht, so Kleinigkeiten, ich glaube, da wird es eher ums Detail gehen, dass sich die Leute nicht da Tonnen an Modelle drucken werden. Sondern eher so klein Zeug, Sturmschilde, was man jetzt dann auf Bits farmen und so weiter sich organisiert hat müssen und teilweise 4-5 Euro dafür ausgeben hat müssen. Wenn ich jetzt rechne, was mir das, diese ganzen Banner und so weiter, wahrscheinlich alles, was da am Tisch liegt, hat mir jetzt wie viel gekostet? Ja, sollen es 10 Euro sein. Nicht nahe 10 Euro, ist zu viel. Auf jeden Fall, ihr seht das Potenzial von dem Ganzen. Ich habe jetzt einmal, genau, das kann ich euch vielleicht auch noch sagen, das habe ich extra da gelassen. So schaut so ein so ein Unterstützungsding aus von diesem Resin-Drucker. Na, wäre scharf. Das kann man noch halbwegs erkennen. Also da sitzt dann, ich glaube, das war jetzt das vom Jumpback. Und da sitzt dann so ein Jumpback drauf. Und das muss man dann oberlösen. Es geht aber ganz einfach, oberbrechen. Das sind diese Unterstützungsdinger, das ist dann abvoll. Ja, gut, ich hoffe, das Video ist halbwegs so, wie ihr euch das gewünscht habt, weil der eine oder andere hat ja gesagt, er möchte da gerne die fertigen Teile sehen. Ich habe jetzt ein paar gedruckt zum Herzagen. Und ja, das ist mein Drucker-Equipment, was ich euch früher gezeigt habe, das hat mir mit dem Filament und allem drum und dran, habe ich für das ausgeben, sagen wir 650, 700, sollen 700 Euro sein, sollen 700 Euro sein. Aber ihr seht das Potenzial, was da dahinter steckt. Ich habe jetzt keine Preise im Kopf, was die Dinger jetzt gerade auf eBay und so weiter kosten, aber ich denke, so ein Bandbar kostet sicher 2 Euro. Dann haben wir 4 Euro. Dann so ein Jumpback, ein einzelnes, kostet dir sicher auch so um die 2 Euro. Dann sind wir schon auf 8 Euro. 10 Euro. Dann haben wir 2 Torsi. Weil das so um die 2 Euro kosten. Ich rechne einfach mal der Einfachheit halber mit 2. Das sind 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ein Sturmschild, wahrscheinlich 1 Euro, Energiehammer, sagen wir auch 2 Euro das Set, der Einfachkeit halber. Dann diese Banner, unbezahlbar, weil selbst designt, also die gibt es so nicht, die habe ich selbst gemacht, habe ich selbst designt, entwickelt, ausgearbeitet, produziert,
Also die gibt's nicht, die gibt's nur jetzt bei mir da in meiner Hand und man kann sich auf Cineverse downloaden. Ich hab's, das werde ich unten verlinken. Das nicht, aber das. Und genauso wie dieser Top Hatch vom Rhino, von Deathwatch, der ist unbezahlbar, weil eigentlich, weil den gibt's so nicht. Also den wird man nirgendwo anders finden, außer auf Cineverse und man druckt ihn sich selbst aus, weil ich ihn dort eingetan habe. Also ihr seht, das Potenzial zum Customizen seiner Armee ist einfach so ungemein extrem hoch. Und also jetzt sagen wir, für alles 2 Euro, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dann was kosten sie, was können wir denn da, sagen wir auch 5 Euro, 24 ist 34 ist, sagen wir gerade aus 40, also jetzt ungefähr das Zeug, was ich da liegen habe, an Kleinteile ist um die 40 Euro wert, bei eBay sagen wir 30 bis 40 Euro und von diesen riesen Geländeteile, von denen rede ich gar nicht, also ich glaube ein Geländeteil in dem Detail mit allen Pipapo und allen drum und dran kostet wahrscheinlich bei irgendwelchen Geländeteilehersteller ja mindestens 50 Euro, wenn nicht mehr. Rechnen wir mit 50 Euro für alles zusammen. Dementsprechend, so überschlagsmäßig, habe ich jetzt an 100 Euro bereits wieder erinnern von dem, was ich ausgedruckt habe. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß nur, dass Games Workshop irgendwas wird tun müssen. Weil sonst da werden sie die Technik überholen. Weil es gibt schon sehr, sehr coole Modelle auf Cineverse, die ja in die GW-Modelle nichts hinten nachstehen. Und mit der Resin, mit dem Resin-Drucker mit 0,01 mm Schichtstärke kann man die auch in einer Qualität ausdrucken, dass alles aus ist. Also gesagt, das, was ich euch vorhin gezeigt habe, ist 0,03. Das heißt, das geht noch einmal eine Spur feiner. Okay, das soll es jetzt aber gewesen sein. Zum 100. Mal verabschiede ich mich jetzt, Kaman. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bitte schön fleißig kommentieren. Ich würde mich gerne über ein bisschen eine Diskussion freuen. Ich bin noch bis nächste Woche da. Vielleicht kommt bis dorthin noch ein Video, Battle Report oder sowas. Und ja, tschüss, Papa.